Ja, willkommen zu einem neuen Video, neue Woche, neues Glück. Ich stehe jetzt gerade in meiner alten Küche, also meine derzeitige Küche, und sie ist schon sehr alt. Mir fehlen leider ungefähr 10.000 Euro, um meine neue hinzustellen, aber sei es drum. Ich gehe dann ins Krafttraining und manche wissen es, viele nicht. Wenn ich einen Booster verwende im Krafttraining, dann mische ich mir selber zusammen, mehr oder weniger. So. Es gibt unzählige Videos, was da drinnen sein muss, soll, kann, in welchen Dosierungen. Ich habe da meine eigenen Philosophien. Ich nehme jetzt einfach als Grundstock meistens entweder irgendeinen Booster, der einfach besser schmeckt. Ob die Zutaten alle optimal sind, ist ja egal, weil den Rest, der kommt ja von mir selber. Oder ich nehme ein EAA-Produkt oder was ähnliches, wegen einem Geschmack, und schmeiße mir halt dann rein mein Kreatin, Taurin, Beta-Alanin. Muss nicht drinnen sein, aber ich mag das Kribbeln. Ich persönlich ja. AAKGs und Citrullin. Das Ganze wird dann durchgemischt, weil nach dem Training trinke ich dann meine Kollagenpeptide plus Glutamin. Ich habe mir jetzt was Neues gekauft. Werbung darf man keine machen. Ja. Das ist so wie ein Teepulver von einem großen deutschen Vertrieb. Im Geschmack, schauen wir mal, was haben wir da überhaupt gekauft? Eistee Pfirsich. Und das nehme ich als Grundlage, weil da ist nämlich Koffein und Theanin drinnen. Und das nehme ich einfach als Grundlage für meinen Booster. So, schauen wir mal. Es ist Gott sei Dank gerade einmal später Vormittag. Am Abend oder Nachmittag würde ich das nicht empfehlen, das Ganze. Da fehlt noch ein bisschen. So, das war das Kreatin. Ich nehme beim Kreatin immer so zwischen 5 und 10 Gramm am Tag. Etwas Taurin. Das meiste mache ich einfach nach Geschmack, nach Gefühl. Und tue da gar nicht viel herum. Auch wenn das Ganze jetzt auf der Waage steht. Ja, ich habe es im letzten Video schon gesagt, dass ich momentan nicht weiß, was soll ich heute trainieren. Laufen gehe ich auch nicht. Es ist einfach spiegelglatt da draußen. Ich will mich nicht verletzen, wenn ich ehrlich bin. Also war ich dann quasi wählen. Nicht Österreich, sind ja Landtagswahlen. Und jetzt beschlossen, jetzt um die Mittagszeit, weil ich gefrühstückt habe, quasi dann ins Training zu gehen. Heute werde ich relativ intuitiv trainieren, ohne viel Plan. Ein paar Übungen, die ich sonst nicht mache, Geräte, die ich sonst nicht mache. Einfach, dass ich überhaupt was mache, wie ich es angekündigt habe, dass ich gesagt habe, ich will einfach jeden Tag was machen. Und am Nachmittag gehe ich dann vermutlich nochmal spazieren, eine Runde. Da kannst du das Regal von mit meinem Kumpel. So, jetzt bin ich mal vom Geschmack gespannt. Schauen wir mal. Riechen tut es einmal nicht schlecht. Mein Geschmack ist gewöhnungsbedürftig, aber ich glaube, das kommt dadurch das andere, was es drinnen ist. Und wir sehen uns dann bald wieder. So, da bin ich wieder. Gym ist vorbei. Kleinigkeit habe ich jetzt gegessen. Habe mein Kollagen getrunken. Habe jetzt gerade sowas wie Käsechips im Ofen. So eine kleine Knabberei, habe nur ein zweites Blech da. Was ich heute noch machen werde, ist, habe das im Internet gesehen, so vegane gebratene Hühnerhaut aus Reispapier. Ich teste es einfach einmal aus. Reispapier habe ich, Öl habe ich und so ein Brathuhngewürz habe ich auch. Ich würde es einfach einweichen und dann will man das einmal in die Pfanne schmeißen und dort einmal durchbraten. Schauen wir, wie es wird. Vielleicht versuche ich es auch im Rohr, einen Teil in der Pfanne, ein bisschen was im Rohr. Schauen wir mal. So, da ist er wieder.
kleiner Spaziergang am Sonntagnachmittag. Ja, knusprige Hühner hat, vegan, war gut, Käsechips waren gut. Und ja, warum gehe ich jetzt spazieren? Ich war ja nur im Gym, um ein bisschen durchzupumpen, weil nicht ganz klar war, was ich trainieren soll, damit ich mich nicht abschieße. Jetzt habe ich einfach ein paar Geräte genommen, mit denen ich sonst nicht trainiere, und habe einfach geschaut, wie weit komme ich mit dem Gewicht, auf das ich vielleicht aufbauen kann. Ja, habe aber zu wenig Schritte heute. Das heißt, ich habe dann mich dazu entschlossen, ein kleines bisschen noch spazieren zu gehen. Normalerweise würde ich, zum türkischen Supermarkt ums Eck laufen und mir dort irgendwas Ungesundes zulegen. Die haben so wunderbar gute Sachen. Und ich kann dann so schwer Nein sagen. Ja, das war es eigentlich. Gegessen habe ich heute eigentlich schon genug. Ich will dann zu Hause noch wirklich eine Kleinigkeit zu mir nehmen, dass ich meine Supplements dann nehmen kann zu einer wohlwertigen Mahlzeit. Ja, die Tasche fürs Krafttraining habe ich schon gepackt. Die ist fertig für Mittwoch schon. Brauche mich um das nicht kümmern. Morgen Montag habe ich Spätdienst. Montag und Dienstag muss ich ins Büro fahren. Das heißt für mich, ich muss laufen gehen oder spazieren in der Früh, dass ich mehr Bewegung bekomme, so wie es geplant ist. Weil es ist wichtig, dass das Gewicht runtergeht. Weil momentan tut es das nicht. Ja, weiß zwar nicht genau warum, aber ja. Ich esse nicht anders als sonst auch, ich trainiere nur mehr. Ja, aber ich will schon dahinter kommen, was nicht passt. Das heißt, manchmal übermorgen muss ich laufen oder spazieren, dass ich auf die Bewegung komme. Mittwoch, Donnerstag geht es dann ins Fitnesscenter. Freitag muss ich wieder ins Büro. Dann müsste ich wieder laufen oder spazieren, in der Früh oder am Nachmittag, schauen wir mal. Und Samstag, Sonntag, dann mit dem Krafttraining, aber das hört sich leicht an. Was ich noch habe, ich stelle das jetzt einmal dann rein in die Beschreibung, in die Kanalbeschreibung, in die Videobeschreibung, auch wenn es nicht viel nützt, eine Amazon-Wunschliste, wo ich ein paar Sachen hineinpacke. Hat das Sinn? Weiß ich nicht. Kauft mir jemand was? Eher nicht. Kann man es auch selber kaufen, wenn ich will. Ich mache es trotzdem. Wir probieren es halt einfach einmal aus. Wir sehen sie. Sodale, Dienstag ist. Ich habe heute einen 10 Kilometer Trainingsplan begonnen für die nächsten paar Wochen. Quasi von null weg, damit ich wieder ins Laufen komme. Und es ist erschreckend, wie schnell man eigentlich abbaut. Wenn ich denke, ich bin vor wenigen Monaten einen Halbmarathon gelaufen. Und schaffe jetzt aktuell nicht einmal wirklich 2 Kilometer anständig. Aber ich hoffe, das wird wieder durch den Plan. Das ist ja nur der Anfang, damit ich überhaupt wieder reinkomme. Damit ich ein bisschen eine Vorgabe habe. Restlichen Pläne kann ich mir dann eh selber machen. Ja, morgen geht es dann wieder ins Fitnesscenter in der Früh. Oberkörpertraining. Dann am Donnerstag habe ich wieder eine Laufeinheit. Da versuche ich laufen zu gehen und dann ins Fitnesscenter. Ich hoffe, dass sich das zeitmäßig ausgeht. Am Freitag habe ich dann wieder Bürodienst. Da wird sie wahrscheinlich nichts, da wird es wahrscheinlich nur mit ein bisschen spazieren gehen. Das mit jedem Tag zumindest spazieren gehen und Schritte sammeln, das funktioniert ganz gut. Und ja, und dann am Wochenende werden wir schauen. Aber das werdet ihr gleich sehen. Ja, das war eigentlich ein Großteil der Woche.
Ich war jetzt am Freitag eben noch laufen, war am Samstag im Fitnesscenter. Eigentlich wäre es ein bisschen durcheinander gekommen. Eigentlich wäre ja der heute auch ein Lauf gewesen für den 10 Kilometer Trainingsplan. Aber bei dem Sturm und dem Wetter war es einfach Arsch. Also habe ich den auf morgen verschoben. Das heißt, ich habe dann am Montag wieder Pause und am Dienstag den nächsten Lauf. Das heißt, morgen heißt es für mich ziemlich sicher in der Früh wieder ins Fitnesscenter. Da heute Beine war, habe ich morgen Oberkörper. Mal schauen, Progression ist gut. Beim Laufen ja, wird es auch ganz langsam. Bin zwar sehr langsam unterwegs, was ein bisschen erschreckend ist, aber ich bin zumindest schon mal auf gute 30 Minuten. Also werden wir morgen schauen, wie es ist. Und das war es einmal für diese Woche. Schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt, der Runde rollt.